Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der WM-Torwart-Karriere zusammen mit Jan. Hi! Hallo! So, lange kam keine Folge mehr, das lag an Internetproblemen meinerseits. Jetzt kommt endlich wieder eine Folge. Es ist allerdings in den Tagen, wo jetzt keine Folge kam, ein neues Let's Play gestartet, beziehungsweise ein Teaser zum neuen Let's Play. Wer das noch nicht gesehen hat, rechts oben beim i verlinkt, würde mich freuen, wenn ihr da auf jeden Fall mal vorbeischaut und auch abstimmt, da gab es auch eine coole Abstimmung. Ansonsten ist noch rechts oben beim i Jans Kanal, beziehungsweise Jans dritte Folge verlinkt. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. In unserer letzten Folge hier auf meinem Kanal haben wir gegen den Iran gespielt. Das war, glaube ich, ein 3:4, wenn ich mich recht entsinne. Da hat der Iran am Ende nochmal richtig, richtig aufgedreht. Und ja, wir haben trotzdem gewinnen können. Das ist auch das heutige Ziel gegen Marokko. Denn wir müssen natürlich hier durch die Gruppe kommen, sonst wäre das ziemlich peinlich. Wer die letzte Folge allerdings noch nicht gesehen hat, auch die rechts unten beim i verlinkt. Jetzt würde ich sagen, starten wir rein gegen Marokko. Let's go. Alter, dein Torwart. Der ist richtig gut. Ja, das ist Ich kann das nicht mehr aussprechen. Al-Kai-Kai-Ui, ne? Okay. So, die Spieler betreten das Feld und auch wenn lange keine Folgen mehr kamen, würde es mich freuen, wenn ihr eine Bewertung auf dieses Video gebt. Damit weiß ich dann, dass euch dieses Projekt gefällt. Und jetzt hören wir uns die Nationalhymnen an von Spanien und Marokko. Ah, den nächsten. Marokko hier wieder am Schießen. Die haben Bock in dem Spiel, wollen auch weiterkommen, haben auch die Chance. Und dann kassieren wir das 1:0 von Marokko in der 11. Minute. Weil da kann ich nichts machen. Ja, die probieren es die ganze Zeit. Das war schon die dritte Chance jetzt, nach 10 Minuten, 11 Minuten. Also ich habe ihn gehalten und bis ich dann wieder aufstehe, ja, war ja schon drin, also da kann ich nicht viel machen. Nee, boah. Da hat er richtig Einsatz gezeigt. Hat auch Glück, dass er dann im Kopf direkt den Ball da bekommt. Ja, direkt in Rückstand. Oh, da klärt er auf der Linie. Und da kommt Ramos. Oh. Was eine Parade. Oh. Marokko arbeitet am 2:0. Ja. Es ist unglaublich, wie gut Marokko hier einfach spielt. Und das war richtig knapp wieder. Oh. Ey, das ist unglaublich, wie die drücken. Ja, das ist richtig, richtig krass. Zum Glück bisher nur 1:0, kann man sagen. Noch ein paar Mal hin und her passen. Oh ja, jetzt kann es aber kommen. Und jawohl! Und der Winkel. 1:1. Ein schöner Schuss von Silva. Und wie du sagst, da hast du keine Chance mehr. Endlich kommt Spanien. Das ist so gefühlt die erste Chance der Spanier. Zum Glück ist diese direkt drin. Ich dachte, du hast schon mal abspielen. Du hast, ja, es kann gut passieren. Du hast schon 1-2 gehalten, aber das war jetzt so die erste richtig gute Chance. Und sie können sie verwerten. Mega, mega nice. 1:1 weiter, Leute. Oh, nein, nein, nein. Oh, erneute Führung. Und es ist fast dasselbe Tor. Also zumindest Abpraller. Ey, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Erst komm hier dazwischen. Und zweiten dann wieder. Ja. Das ist echt kacke. 2:1. Ich meine, sie haben so viele Chancen, da ist das Tor ja irgendwo auch verdient, kann man jetzt sagen. Ne? Also sie bemühen sich richtig, richtig hart. Aber eigentlich ist das nicht geil. Nee, eigentlich echt nicht. Spanien wieder den Ball. Jo, alles klar. Alter, wie spielen die da krass die Tore heraus? Wie krank sind die eigentlich? Genau, gar nicht.
Ja, das ist doch locker, hat FIFA das vertauscht. Also wenn Spanien so spielen würde, würde ich denen das abkaufen, aber Marokko ist ja ultra. Ich sag dazu gar nichts. Halbzeit. 1-3 liegen wir hinten. Und das ist gar nicht gut, denn wenn wir dieses Spiel verlieren, sind wir, ja, raus. Dann sind wir ausgeschieden. Konnten die Gruppenphase nicht bestehen. Ein Unentschieden würde uns eventuell reichen, je nachdem wie Portugal gegen den Iran spielt. Ja, ich will aber eigentlich einen Sieg. Das ist richtig kacke gerade. Oh. Kann er sogar festhalten. Nee, mein Torwart nicht. Ah, Hilfe! Den haben wir wenigstens etwas. Jetzt vielleicht Thiago an den Pfosten. 1 gegen 1 jetzt, 1 gegen 1. Das kann was werden. Komm, jawohl, 2-3. Oh, was ist das? Wäre das natürlich nicht rauskommen müssen, aber wir wollen jetzt nicht in der Gruppenphase hier rausfliegen und ja, du verkürzt dadurch erstens den Winkel, das macht es dann ein bisschen schwieriger. Naja. Und ich freue mich, dass hier endlich mal ein Tor fällt. 2-3. Oh Gott. Gibt's ne? Oh, ja. Nee, keine Reaktion von Marco. Beziehungsweise eine direkte mit einem Tor. Oh. Komm. Richtig stark gehalten. Keine schlechte Chance. Guter Schuss von Silva. War echt schwer zu sehen, wo der lang kommt, aber. Ja. Ja, ich glaube, der hat angeschlagen. Jetzt siehst du seinen Torwart bloß wieder nicht. Das ist ein bisschen kacke jetzt bei der Ecke. Vielleicht kann Spanien das ausnutzen. Der sitzt! Da kann man echt nichts machen. Aspas mit dem Ausgleich. 3-3. Jetzt, so muss es eigentlich auch laufen. Weiter, Leute. Es kann nicht sein, dass Marokko uns hier zerstört. Wir haben bisher immer noch nichts gewonnen. 3-3 wäre zwar okay, aber das müssen wir erstens mal über die Runden bringen. Und zweitens weiß ich dann trotzdem noch nicht sicher, ob wir weiter sind oder nicht. Ja, du hast probiert, aber der Torwart hat eine 72er Stärke und naja, auch ein anderer, ja eben, echt gut, auch ein anderer Torwart hätte wahrscheinlich nicht gehalten. Letzten paar Minuten waren sie jetzt aber auch mal nicht schlecht, die Spanier, aber so ein 3-3 ist halt auch alles nicht sicher. Das stimmt. Und ich meine, der Spanien muss eigentlich auch den Anspruch haben, gegen Marokko zu gewinnen. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie dann auch noch weiterkommen will. Boah! Da rette ich vor Schlimmerem. Das hätte ganz gefährlich werden können, wenn wir hier ein Tor kassiert hätten, aber hat noch geklappt. Komm jetzt in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte, wenn du schießt, abgeblockt. Aber er hat ihn direkt genommen. Das war schon mal nicht schlecht. Ja, da holt er sich den Ball. Aspas zum dritten Hattrick. 4-3 Spanien. Ja, aber er hat schon 3 Tore gemacht. Ja, für Costa eingewechselt und gleich 3 Treffer gemacht. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und auch immer so einen guten Schuss, der ging immer recht gut rein. Also da kann man dir definitiv keinen Vorwurf machen. Den kann man eigentlich auch fast gar nicht halten. Oder eigentlich gar nicht halten. Stimmt. Abgepfiffen, da ist das Spiel zu Ende. Wir haben wieder, wie gegen den Iran, knapp gewonnen. Also irgendwie bin ich von Spanien in FIFA nicht überzeugt. In echt habe ich ja eigentlich getippt, dass sie so ein richtig, richtig guter Favorit sind. Aber gegen Portugal verloren, gegen Iran knapp gewonnen und jetzt auch gegen Marokko gerade so die Kurve gekriegt. Ja, mal gucken, normalerweise sollten wir jetzt weiter sein. Mal schauen. Iran, Portugal...
trennen sich mit einem Unentschieden 2:2. Also auch nicht so krass gegen den Elan gespielt. Ich meine, keine schlechte Mannschaft, aber ich dachte, wir sind schon nicht so geil, weil wir nur 4:3 gegen die gespielt haben, in Anführungszeichen. Auf jeden Fall sind wir als Platz 2 weiter und spielen deswegen hier gegen Russland aus der Gruppe A, die tatsächlich es geschafft haben, als Platz 1 mit 9 Punkten durchzukommen. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Ansonsten sind noch durch Uruguay, Frankreich, Dänemark, Kroatien, Argentinien, Brasilien, Serbien, Deutschland, Mexiko. Deutschland spielt gegen Serbien, okay. Deutschland auch mit 9 Punkten auf Platz 1 weitergekommen. Belgien, England und Kolumbien und Polen. Die Mannschaften sind alle weitergekommen und zum Glück auch wir, auch wenn nur auf Platz 2, macht nichts. Wir spielen jetzt gegen Russland im Achtelfinale, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Schaut auf jeden Fall, wie gesagt, bei Jan vorbei und ja, bis dahin, haut rein, ciao, ciao. Ciao.